Hallo liebe Lassraus-Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Dieses Mal mit dem Thema Lassraus Leveln früher und Leveln heute. Ich habe da eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und zwar ist das von ganz Anfang an von Lassraus, als ich mit meinen Kollegen zusammen noch also was heißt noch gespielt, wir spielen auch heutzutage noch einfach sehr seltener. Als wir dort in Juno, in Merak und so rum gestrichen sind, war meine einzige, war so eine Vorstellung von mir, ja, wenn ich mal Level 90 werden sollte oder Level 100, höre ich auf zu spielen. Level 100 ist mein Ziel. Dort war aber das Cup wahrscheinlich auch 100. Ich habe das mir nur gesagt, weil 100 so eine schöne Zahl ist, oder? Und ja, für mich war dann aber so der Gedanke, ich kriege das sowieso nie hin, Level 100, weil das einzige XP-Booster war vielleicht der Erfahrungsscroll, diese braun, gelb, goldene Rolle da, keine Ahnung, wisst ihr wahrscheinlich schon welche, und vielleicht zwischendurch mal ein XP-Same. Eins, zwei, keine Ahnung, weil, denkt ihr mal von 7, na, was ist das, was war das für eine Zeit, 2009, von 7 Jahren etwa, ungefähr, vielleicht auch länger, habe ich angefangen, und denkt mal, falls ihr schon so lange dabei seid, was dort, wie viel Cash dort im Umlauf war mit den Händlern, dass man da nicht einfach so Cash kaufen konnte, dass man da, ja, wie das so genau lief. Und ich weiß dann, ich für mich so dachte, ja, wenn ich vielleicht in Pension bin mit 65, 70, keine Ahnung, dann bin ich vielleicht Level 100, falls es das Spiel überhaupt zu lange geben sollte. Und ja, ich habe dann aber irgendwann mal mit meinen Kollegen zusammen, da war ich wahrscheinlich, ich war eigentlich viel zu klein für solche Aktionen. Es war ja dort mal so, wenn man jetzt zum Beispiel Level 30 ist und man killt irgendwie Level 80er, Level 90er Mobs, ist es nicht so gut von den XP, man kriegt nicht wirklich so extrem viel. Man wird jetzt besser Sphinxen gehen. Man bekommt für den Aufwand besser XP, man bekommt vielleicht weniger, aber man hat es schneller unten, man macht es alleine. Ja, und dann habe ich aber dort beim Bokermagier mit meinem Kollegen gekillt, beziehungsweise sind sich Bokermagier sind. Oder sind Bokermagier diese dicken Magier mit dem Stab in der Hand, die Elektro Attacke haben. Also ja, es sieht aus wie ein Blitz, was die machen. Und ja, die haben halt viel DXP gegeben, die als Last Hit. Und heutzutage, wenn man denkt, kann man, wenn man sich, oder nicht mehr heutzutage, auch schon vor vier Jahren oder so, kann man sich gut raufziehen lassen. Sehr gut. Ich habe da mal einer kennengelernt, der war noch, glaube ich, in The Redemption auf Tingal, war das glaube ich noch Tingal. Ich weiß nicht, ob es wirklich Terror Damage in die Gilde war, aber ziemlich sicher. Hat gefarmt, richtig übelst viel gefarmt, war immer online. Also von 0 auf 100, sagenhaft wirklich schnell war der mit Level alles zusammen. Hat gefarmt, ich weiß nicht wie lange das der gefarmt hat, richtig Cash reingebuttert. Immer, der hatte immer Cash und das Übelste. Dann mit Hilfe, ich weiß nicht wie lange das der aber gebraucht hat, ein paar Tage, das sind auch schon etwa 4-5 Jahre her, hat er auf 130 gemacht. Ich glaube weiter hat er glaube ich nicht gemacht, aber wirklich sehr sehr schnell, da gab es noch keine Boxen. Und da habe ich auch gedacht, so alter Mann, wie ist der Cash reingebuttert, das ist nicht normal. Und da denke ich mir immer so, früher, ich habe da Zeit investiert und Geduld und dann kommt einer online
und macht so von 0 auf 100 so schnell. Und das, ja, es ist dort, ist es zwar noch, müsst ihr auch wissen, es ist ja ein offizieller Server gewesen, oder beziehungsweise ist es ja noch LC German, und das war eben LC German. Und ja, ihr könnt mir gerne eure Story in die Kommentare schreiben, was ihr so erlebt habt, Thema Leveln, vielleicht auch ihr selber. Ja, früher wenig Items im Umlauf. Man musste über Spieler Cash kaufen, man musste ihnen vertrauen, entweder schicken. Bei mir, ich habe es so gemacht, ich habe die Hälfte Gold gegeben und sie haben dann das geschickt und ich musste dann wieder nochmals die Hälfte geben. Irgendwie so lief das. Und eben, da hat man da die Möglichkeit noch nicht gehabt, wie heute mit den, sich mit dem sicheren Handeln dabei in der Stadt oder Marktschreier. Und ja, da, das ist, ja, ist schon wenig Cash natürlich im Umlauf, man muss den Leuten richtig vertrauen. Und auch wenn es nur ein Spiel ist. Und heutzutage kriegt man erstens mal die Boxen, kann man schnell auf Level 90 machen, Level 120. Was ich auch dutzend Mal gedacht habe, das machen sie nie. Oder? Habe ich auch gedacht, solche Boxen wird. Also so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich so gedacht habe, aber ich hätte mir es nicht vorstellen können, dass es so etwas gibt. Und ja, dann ja, ich glaube, das war's. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und bei 20 Daumen hoch kommt morgen noch ein Video, wenn heute 20 Daumen hoch sind. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.